hier und klack, vor allem so unkompliziert, du brauchst nichts draufzuschrauben, du machst einfach nur auf und ab. Aber ihr seht schon, ah, wow, hey, guckt euch mal dieses, oh, das ist geil. Einfach den mal abnehmen, so, ich nehme den mal ab, so, dann seht ihr, das ist ein bisschen hell jetzt, ne? Dann packe ich ihn wieder drauf. Bang. Willkommen in meinem sozusagen Outdoor-Studio. Ja, bei den Temperaturen kann man das auch mal machen, draußen seine Videos aufnehmen. Das mache ich sowieso ganz gerne. Und heute gibt es eine Weltpremiere bei mir auf dem Kanal. Und zwar stelle ich euch vor von Freewell die ersten World's First Versatile Magnetic Variablen ND-Filter. Das Set hier ist am Start. Ich habe das seit ungefähr einem Monat und konnte das testen. Und heute ist das Release-Datum. Heute wird es sicherlich das ein oder andere Review-Bombing geben. Aber es lohnt sich, bleibt dran, denn das Filterset ist wirklich innovativ und sehr, sehr, sehr interessant. Was haben wir hier am Start? Ne? Wir haben hier ein Filterset, das mit Filtern ausgestattet ist. Und zwar einmal einen variablen ND-Filter, F2-Stop bis F5-Stop, CPL-Filter, 6er bis 9er variabler ND-Filter, einen ND32 mit CPL und ein Mist 1,8er Mist-Filter und das alles als magnetisches Set und das alles sehr kompakt und da kommen wir auch einfach direkt mal schon zu den zum Unboxing, zum Schnellen. Wir machen mal das die Box hier auf, stellen die mal hier auf Seite und drinnen ist dann sehr, sehr, sehr kompakt eine kleine Tasche. Und wenn ich die jetzt aufmache, dann seht ihr, da sind die Filter drin. Ich kann es euch mal ein bisschen näher zeigen, aber ich habe auch immer wieder ein paar Einblendungen am Start hier. Und ja, ich hatte jetzt die Möglichkeit, das Set zu testen und wir werden gleich, wie gesagt, nachdem wir eine kurze Einführung gemacht haben, einfach mal einen kleinen Vlog machen. Das heißt also, wir werden das Ding im Video- und Fotoeinsatz sehen und dann seht ihr, könnt ihr euch selbst einen, sagen wir mal, einen Eindruck von den Ergebnissen machen, die doch sehr, 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 ich nehme es mal vorweg, ja, sehr, sehr, sehr positiv sind. Also, kommen wir einfach mal zu einem Set. Was haben wir da alles? Ne? Wieso ich auch so begeistert von dem Teil bin. Ne? Ich als Videofilmer versuche ja immer, wenn ich draußen vlogge, die richtige Framerate auch zu matchen mit der richtigen Verschlusszeit. Zum Beispiel ein 60stel mit 30 FPS oder ein 120stel mit 60 FPS. Und das geht einfach mit einem festen ND-Filter extrem schwierig, wenn die Lichtverhältnisse wechseln. Und da habe ich eigentlich so in der Vergangenheit einen variablen ND-Filter am Start gehabt. Den muss ich allerdings draufschrauben. Und dann muss ich ihn wieder abschrauben, wenn ich Fotos machen will. Und das ist ein Gefrickel und ein Hin und Her. Und hier, werdet ihr gleich sehen, haben wir das ein bisschen besser gelöst. Und ich bin total begeistert. Jetzt ist allerdings hier in dem Paket natürlich auch noch ein bisschen mehr drin, wie zwei variable ND-Filter. Denn das extrem Geniale hier ist, und ich zeige es euch gleich auch, diese Filter sind Kombi-Filter. Die sind von der einen Seite ein variabler ND-Filter und von der anderen Seite ist es ein CPL-Filter. Und auf der anderen Seite ist es einmal ein variabler ND-Filter und auf der anderen Seite ein CPL-Filter mit einem ND32-Filter. Und dann habe ich auch noch einen 1,8er Mist-Filter, den ich auch noch in Kombination mit dem variablen ND-Filter nutzen kann. Also das ist wirklich sensationell. Und dann gibt es auch noch eine wunderbare Schutzkappe, die werdet ihr auch gleich sehen. So, dann würde ich sagen, dann gucken wir uns das System einfach mal an. Ich stelle mal das iPad ein bisschen auf Seite, hol mal das Filterset hier an den Start, habe hier meine Fuji X-T4 am Start mit dem 1680. Eine Sache muss man dazu sagen, wenn das Filterset mal drauf ist, dann kann man keine Sonnenblende mehr befestigen. Ne? Die müssen wir erstmal abmachen. Und die Schutzkappe auch, aber da haben wir gleich Ersatz. Und dann gehen wir direkt mal hier ins Filtersystem rein. Hier haben wir das wunderbar, dann können wir es dann mit den Fingern rausziehen. Das ist so, das ist sozusagen der Bassring. Der Bassring ist aus Rot gekennzeichnet. Ich blende immer mal wieder so kleine Einblendungen ein und dann schraube ich den Bassring einfach hier ganz easy. Hier habe ich jetzt einen 72 mm Bassring,
drauf. So wie das hier. Und das war's halt. Ne? Da haben wir den Bassring am Start. In dem Bassring drin, seht ihr, da ist noch ein kleines noch Glas drin. Das ist sozusagen das, dieses Bassglas für die variablen ND-Filter. Wenn wir einen ND-Filter benutzen, muss dieses Glas auch drin sein. Benutzen wir einen CPL-Filter, muss dieses Glas raus. Ne? Oder wenn wir jetzt, sagen wir mal, nur mit CPL-Filter arbeiten wollen, dann muss dieses Glas raus. Bei ND-Filtern muss dieses Glas rein. Und wie einfach das geht, jetzt einen Filter drauf zu machen, das zeige ich euch, indem ich einfach mal hier den, nehmen wir mal den 2 bis 5 Stop-Filter. Und das ist auch eigentlich ganz einfach zu sehen. Hier vorne ist dann immer, steht dann drauf, was es ist. Einmal 2 bis 5 Stop oder auf der Seite halt CPL. Und dann packe ich das einfach hier drauf, denn auch hier an der Seite ist so ein kleines A, das hier auch auf dem Filter drauf ist. So ein kleines A. So, wo ist es? Genau hier. So, da ist es. A. Und dann muss ich das einfach nur mit dem A hier allein hier und dann zack ist es drauf. So, und das ist auch wichtig, dass das genau passt, denn wir haben hier jetzt einen Hardstop ND-Filter. Das heißt, das Ding hört auch irgendwann auf. Ne? Man kann nicht einfach rund gedreht werden. Auch das ist genial. Und man sieht schon hier, vielleicht sieht man es, wenn ich so reinhalte, dass je nachdem, wie ich es drehe, dann mehr oder weniger ND-Filter hinzugegeben wird. Das Coole aber an der ganzen Geschichte ist, auf dieser anderen Seite von diesem Filter hier haben wir einen CPL-Filter. Ja? So, und ich kann hier jetzt rein theoretisch so rum drauf machen, muss allerdings da beachten, dass ich hier dieses Glas raushole, diesen ND-Base-Filter sozusagen. Den hole ich hier einfach raus. So, da ist auch mit so einer Einkerbung wird da gearbeitet. Ich meine, ich stelle es mal auf den Tisch. So, man muss da ein bisschen vorsichtig sein, weil man will ja nicht, dass die Dinger runterfallen. Aber jetzt kann ich einfach den CPL-Filter drauf machen. Auch dabei müssen wir darauf achten, dass das A übereinander gelegt wird. So. Und jetzt habe ich hier einen wunderbaren CPL-Filter, womit ich dann Spiegelungen vom Wasser oder auch ein bisschen knackigere Farben herausarbeiten kann. So einfach ist das. Und wenn ich jetzt einfach sage, boah, ich möchte jetzt einfach mal weiter fotografieren, dann hole ich es einfach runter. Wenn ich keinen ND-Filter brauche, fotografiere einfach damit, packe jetzt vielleicht mal den VND wieder drauf, also diesen Base-Filter drauf. Da habe ich übrigens dann auch hier im Set, Moment, habe ich dann auch einen Base-VND Mistfilter. Wofür so ein Mistfilter da ist, das sieht man schon, wenn ich hier mit dem Auge durchgucke, das macht das Bild ein bisschen weicher, und zwar ein Achtel. Und jetzt habe ich natürlich auch die Möglichkeit, den mit dem ND-Filtern sozusagen zu kombinieren. Ich packe den mal wieder weg, und dann, ich möchte euch noch die, weil ihr müsst jetzt nicht wieder die Objektivabdeckung drauf machen, das Ding abschrauben, sondern Freewell hat hier auch so eine wunderbare Linse, so eine Abdeckung, so ein Schutz, auch der auch sehr schön aussieht, und der ist wirklich fest, der geht auch nicht einfach ab, und den könnt ihr eigentlich die ganze Zeit drauf lassen. Das heißt also, dieser Filter kann drauf bleiben. Ihr macht einfach ab, ups, so ab, fotografiert, macht ND, filmt, sonst was, geht weiter, macht die Abdeckung wieder drauf und fertig ist. Ne? Also wirklich eine ganz, ganz coole Sache. Und jetzt müssen wir natürlich noch gucken, stimmt die Qualität dabei? Das werden wir dann auch nachher testen. Ich würde mal sagen, wir werden jetzt mit dem ganzen System einen kleinen Vlog machen. Ich mache hier ein Mikrofon drauf, ich nehme den Pocket 2 mit. Dann werden wir vielleicht mal in Rauscher Park fahren, an die Nette, machen ein paar Langzeitbelichtungen. Ich vlogge ein bisschen mit dem variablen ND-Filter, mache ein paar Aufnahmen, mache vielleicht mal ein paar mit diesem Mistfilter da im Rauscher Park. Und dann würde ich mal sagen, hören wir uns zu einem Fazit wieder. So, da sind wir schon am Rauscher Park angekommen. Ich bin hier auf dem Parkplatz, also jetzt bereite ich einfach mal schnell meine Kamera vor. Ich habe jetzt schon die Fuji hier am Start. Ich habe natürlich hier oben noch ein Mikrofon drauf gemacht, das MKE 200, damit ich auch vloggen kann. Und
So von der Belichtung her haben wir heute jetzt keinen direkten Sonneneinstrahlung, aber halt wolkig mit so verschiedenen Lichtverhältnissen. Deshalb wird der variable ND-Filter eigentlich jetzt zum Vloggen ganz gut sein. Den hole ich mir jetzt einfach hier mal ganz, beziehungsweise jetzt werde ich erstmal den diesen sozusagen Adapter hier drauf machen, ne, damit wir die auch dran machen können. Das wird einfach angeschraubt, ja, so einfach geht das. Ich habe da vorne auch schon noch die Kappe dran. So. So, zack, angeschraubt. Vorne ist die Schutzkappe drauf. Dem Objektiv kann so jetzt im Grunde genommen nichts passieren. Ich nehme jetzt mal die Schutzkappe ab und hole mir den, ich glaube, bei den Lichtverhältnissen heute brauchen wir maximal den zwei oder drei Stops, denke ich mal. Weil so, jetzt habe ich die Fuji am langen Arm, habe diesen ND-Filter drauf und ich glaube, das sieht schon echt ganz gut aus, ne, mit zwei Stops. Jetzt haben wir hier, ich kann mal ein bisschen dunkler drehen, da seht ihr, ja, das ist natürlich zu dunkel. Mal gucken, wenn ich ins Helle, in den Wonkel, aber ihr seht schon, wie knackig dann die Wolken rauskommen, ne? Wenn ich jetzt wirklich mal den Himmel da oben fotografieren wollte. Ich gehe jetzt mal wieder auf zwei Stops, sage ich jetzt mal. Jetzt werden wir heute wirklich den groß zum Vloggen werden wir den stärkeren ND-Filter nicht benötigen. Aber wenn wir jetzt hier zum Beispiel am Strand in der Wüste oder wenn wir auch ein bisschen mehr Sonne hätten, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel hinten den Himmel rausarbeiten wollte, werde ich natürlich total dunkel hier. Aber ne, das machen die Smartphones heutzutage ganz gut. Aber wie auch immer, das ist total cool. Und ich kann natürlich jetzt auch eigentlich einfach den mal abnehmen. So, ich nehme den mal ab. So. Dann seht ihr, das ist ein bisschen hell jetzt, ne? Dann packe ich ihn wieder drauf. Also ist schon echt cool. Und ja, wir gehen einfach mal in Rauscher Park und ich mache ein paar schöne Aufnahmen für euch. So, ich befinde mich jetzt hier auch vor dem Informationszentrum hier Rauscher Park. Das ist momentan allerdings geschlossen. Und ich filme übrigens den Classic-Chrom mit der Fuji X-T4. Und halt einfach mal drauf und dann könnt ihr mal gucken, was ihr für wie ihr die Bilder findet. Ich gehe dann auch mal hier rüber, dann seht ihr auch, das mal im Hintergrund, ne? Der Rauscher Park, dieses Informationszentrum. Und kann natürlich jetzt immer schön regulieren mit dem variablen ND-Filter und das gefällt mir sehr gut. Und wie gesagt, ich könnte auch mal abnehmen, zack, dann bin ich natürlich viel zu hell. Machen wieder drauf und dann passt das wieder. Ich denke aber mal, dass ich zum Vloggen den variablen ND-Filter da im Rauscher Park, jetzt wieder ein bisschen zu dunkel, wieder ein bisschen heller machen, nicht brauche, sondern, denn jetzt ganz ehrlich, wahrscheinlich ohne ND-Filter da vloggen kann. Allerdings ein paar schöne Langzeitbelichtungen werde ich damit machen vom Wasser. Erstes Motiv ist leider besetzt, aber ich gehe mal ein bisschen weiter hoch, da wird es sicherlich noch das eine oder andere Motiv kriegen. Jetzt übrigens habe ich nur den VND Base Filter drin. Wenn ich den jetzt abmache, mache ich mal gerade, so, dann ist es, so wäre es eigentlich fast schon richtiger belichtet. Aber wie gesagt, ich bin ja flexibel und kann die Dinger einfach drauf und runter machen. Hier so in der Sonne, so ein bisschen in der Sonne geht es noch. Jetzt wird auf jeden Fall mal eine schöne Langzeitbelichtung gemacht. So, das sieht doch gar nicht mal so schlecht hier aus. Hier habe ich, die netten Leute sind jetzt mal gerade dann weggegangen und lassen mir mal ein schönes Motiv mit diesem Baumstamm und dem Wasser, was da durchplätschert. Hat auch schön geregnet, also haben wir auch ein bisschen Wasser am Start. Hier werde ich jetzt mal mein Stativ aufbauen und dann mal die ND-Filter mit der Langzeitbelichtung ausprobieren. So, machen wir gar keine Gefangenen und machen jetzt direkt mal den 6 bis 9 Stopp ND-Filter drauf, damit wir schön lange belichten können. Dazu wieder ganz einfach mit dem A ausrichten hier auf der Kamera. Ich sag jetzt mal, wenn ich das A finde, deswegen, da ist es A. A ausrichten und hier und klack, drauf ist es. Und jetzt habe ich 6 bis 9 Stops ND und packe das Ding jetzt mal aufs Stativ drauf, versuche so ein bisschen in der unteren Position so unten durch den Baumstamm mit dem Baumstamm durch zu fotografieren.
Übrigens, das unterscheidet mich als Hobbyfotograf von dem ambitionierten Landschaftsfotograf. Der hat natürlich keinen Fotograf mit Mittelsäule, kein Stativ mit Mittelsäule, damit er ein bisschen tiefer runterkommt. Das ist jetzt meine maximale Tiefe, aber damit muss ich jetzt halt mal leben. Ich muss mir mal, glaube ich, so ein Teil kaufen ohne Mittelsäule. Mal gucken, was hier geht. Ja, mit einer Blende 4 kommen wir nicht weit. Da müssen wir vielleicht mal auf Blende, gehen wir mal auf 11. Mal sehen, wie lange wir da belichten können. 8 Sekunden. Gehen wir mal auf Blende 16. Da kommen wir auf 20 Sekunden. Das sollte doch was geben. 20 Sekunden, Blende 16, ISO 160. Und dann schauen wir mal. So, dann gucken wir uns das Bild mal an. Ja, das sieht doch schon ganz nett aus. Ah, okay. Ich glaube, also ich würde sagen, definitiv ist die Qualität, also ich kann da jetzt auf dem Display, okay, kann ich nicht allzu viele Farbabweichungen feststellen, das sieht alles echt gut aus, das klappt super. Ja, ich versuche nochmal noch eine längere, oder nee, ich probiere mal den CPL-Filter aus. So, ich mache jetzt mal den CPL-Filter drauf, und zwar muss man dafür diesen Innen-ND-Filter abmachen und dann nach außen. Was habe ich hier? ND32 CPL oder ich benutze mal den ganz normalen CPL. Das würde ich, glaube ich, sogar mal bevorzugen. Erstmal machen wir einen mit, also keine Langzeitbelichtung, sondern einen normalen CPL, um einfach mal diese Spiegelungen rauszubekommen aus dem Wasser. Ja? Schauen wir mal. So, ich mache mal die Videoaufnahme und drehe jetzt mal an dem CPL-Filter. Ihr seht hier vorne die Spiegelungen und wenn ich jetzt drehe, hier, dass die Spiegelungen weggehen und natürlich auch irgendwann wiederkommen. Da Spiegelung drin, also Spiegelung drin und der CPL-Filter funktioniert, Spiegelung raus. Ja. Jetzt machen wir mal Fotos. So, ich glaube, das konnte man sehr gut sehen. Jetzt probiere ich aber noch mal Folgendes aus. Ein CPL-Filter mit einem ND32-Filter. Das heißt, ich kriege dann vorne ein bisschen die Spiegelung aus dem Wasser und kann ein bisschen länger belichten. Das probieren wir doch mal aus. 13 Sekunden sind möglich jetzt bei den Lichtverhältnissen hier. So, während die Kamera workelt, denke ich mal, also wirklich, das macht tierisch Spaß. Vor allem so unkompliziert, du brauchst nichts draufzuschrauben, du machst einfach nur auf und ab und tust das machen und so. Jetzt werden wir mal weiter noch ein paar Fotos machen und ich werde vielleicht mal mit dem Mistfilter gleich, das mache ich zum Ende, mit dem Mistfilter mal arbeiten. Ja, auch hier wieder ganz interessantes Motiv hinten, da kommt richtig schön ein schöner Wasserfall. Da gehe ich ein bisschen mit dem ja, 1680 mm ran und habe jetzt den ND-Filter drauf und mache mal eine schöne Langzeitbelichtung. 25 Sekunden, Blende 16. Einmal ein bisschen näher rangezoomt, einmal ein bisschen weitwinkliger. Wie gesagt, ich blende euch die Bilder mal schön ein. Die sind natürlich, da es ja RAW-Bilder sind, sind sie schon entwickelt. Ne? Also ich habe die jetzt nicht extrem nachbearbeitet, aber schon so, wie ich mir das vorstelle. Ne? Und am Ende zählt das Ergebnis.
jetzt probieren wir mal den Mistfilter aus. Jetzt gerade ohne Mistfilter, ne, alles schön scharf. Es kann natürlich ein bisschen laut hier sein durch das ganze Wasser, aber da müssen wir jetzt mal mit leben. Und jetzt mache ich mal den VND Base Mist drauf. So, dann gucken wir mal, wie der Unterschied ist. Vorher, nachher. So, VND Mist. Ein Achtel Mist sozusagen. Und da ist der Mist drauf. Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen was schrauben an der Belichtung, weil der natürlich ein bisschen Licht wegnimmt. Aber ihr seht schon, wow. Hey, guckt euch mal dieses, das ist geil. Das ist echt geil. Guck mal, dieses mystische Licht. Wow. Da mache ich doch jetzt mal ein paar schöne Aufnahmen für euch. Ein paar Cinematics mit dem Mistfilter. Wahrscheinlich in 4K 60. Und dann verlangsame ich vielleicht noch ein bisschen. Mal gucken. Ich vlogge wieder mit diesem Mistfilter, der gefällt mir doch sehr gut. Ich muss sagen, gerade hier so im Wald bringt das eine richtig coole Stimmung. Ich gehe jetzt mal hoch zum Ende, wo die Brücke ist, da ist es ein bisschen ruhiger und dann werden wir mal ein kleines Fazit ziehen. Unterwegs mache ich natürlich hier noch ein paar Aufnahmen. Fotos habe ich jetzt ein paar gemacht, das sollte eigentlich reichen für den ersten Eindruck. Und ich mache jetzt aber hier wieder Video- und Vlog-Aufnahmen für euch. Und schaut mal, wie geil das aussieht. Hier, pass mal auf. Ich gehe jetzt mal hier durch die Sonne hier durch. Also ich finde das genial. Warum habe ich eigentlich noch nicht so einen Mistfilter? Ich habe, glaube ich, sogar einen für den Pocket 2. Den muss ich unbedingt mal ausprobieren. So, jetzt geht es hier über die Brücke drüber. Und da hinten ist noch ein bisschen mehr Ruhe. Da ist auch eine Bank, glaube ich. Da muss ich natürlich hier ein bisschen die ISO wieder runterdrehen, so, und mit so einem schönen Blick jetzt nochmal, so einem Rundumblick hier runter über die Nette und auch hier hinten, auch ein wunderbares Motiv, würde ich sagen. Also muss hier doch noch mal ein bisschen am Ende des Tages noch mal fotografieren gehen. Gehe ich jetzt mal zu der Bank da und dann sehen wir uns zum Fazit wieder. So, Fazit der ganzen Sache, während ich jetzt hier den 2-5 Stop ND-Filter mit dem Mistfilter drauf habe, weil der mir so gut gefällt, da habe ich auch ein bisschen schönere Haut und so, alles ein bisschen mystischer. Dieses Set hier ist innovativ, neu und wirklich sehr gut. Also ich konnte keine großen Schwächen ausfindig machen. Ich würde mal sagen, passt ein bisschen auf beim Raus- und Reinmachen dieser Inlay-Filter. Die können vielleicht mal so ein bisschen aus der Hand gleiten. Holt immer ein Tuch mit, um das schön sauber zu halten, sonst ist das hier genial, ne? Und beim CPL-Filter habe ich gemerkt, kleines Staubkorn war drin, dann hat es so ein bisschen geknarzt, aber mit ein bisschen Pressluft konnte ich es dann rausholen. Also wie gesagt, Top-Qualität, auch die Bilder sind, glaube ich, ganz gut geworden. Ich habe die eingeblendet, auch die Videoaufnahmen könnt ihr ja sehen, auch mal mit dem Mist und auch ohne. Einfach mal so ein paar Videoaufnahmen gemacht, ein paar Fotos gemacht und einfach so in der Praxis dann schnell noch einen kleinen Test hinterher geschoben, weil ich finde einfach so diese Filter nur vorstellen und sagen, was sie können, finde ich immer recht, nicht richtig wirklich aussagekräftig. Da muss man schon vielleicht auch ein bisschen was in der Praxis bieten. Und das mache ich ja eigentlich immer bei meinen Reviews. Und hier haben wir so einfach mal heute im Rauscher Park ausprobiert. Unter Umständen sind auch ein paar andere Fotos noch dabei, so mit dem Mistfilter unten am Rhein. Einfach so ein paar Beispiele mit dem CPL-Filter,
weil da brauchte ich ja jetzt nicht ungefähr nicht so viel zu arbeiten gerade da drin. Also wie gesagt, die Dinger sind genial. Was sie jetzt kosten werden, auf Kickstarter, die ersten 1000, glaube ich, gehen für unter 300 weg und dann wird es ein bisschen teurer. Guckt einfach Link unten in der Videobeschreibung. Ja, und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ich glaube, es lohnt sich, den Kanal zu abonnieren. Es kommen doch ein paar schöne Sachen. Wird jetzt auch im Sommer ein bisschen weniger, aber ich kann euch sagen, eventuell auch mal aus einer ganz großen Stadt über den Teich, da wo ich eventuell mal ein bisschen länger arbeiten werde. Und da werde ich auf jeden Fall ganz viele Vlogs machen mit der Fuji X-T4 und mit meinem Pocket 2. Und wenn ihr dran bleibt und abonniert, dann kriegt ihr auch alles mit. Ne? Auch natürlich Drohne ist wieder, wird am Start sein. Und das ein oder andere gute Produkt, das ich aber auch immer selbst verwende. Also Leute, macht's gut, haut rein und ciao!